Willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Fische, frische Fische. Wir sind in Fuhrmannsheim und ich suche jetzt nach der Kladdis. Mal gucken, was dieser Krämer hier so hat. Hey, nur gucken! Wenn ihr was anfassen wollt, müsst ihr es zuerst kaufen. Ist ja gut. Und die Fischfrau im Hintergrund geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Die ganze Zeit ihre Fische preist. Also der hat noch nichts, was ich jetzt haben möchte. Und es ist immer gut, in eine Taverne zu gehen. Schauen wir mal hier rein. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir Kladdis hier finden. In diesem Loch treibt sich das ganze Gesindel der Stadt herum. Okay. Reden wir doch mal mit dem Wirt. Auch wenn meine Theke nicht so sauber ist wie ein Elfenpopo, gibt's hier wenigstens das beste Ferdocker. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Kladdis Schlatromir ist ihr Name. Könnt ihr mir helfen? Es wäre sehr wichtig, dass ich sie finde. Tja, ich suche auch eine Frau. Aber Spaß beiseite. Kladdis ist eher eine Frau, die es vorzieht, nicht gefunden zu werden. Falls es auch ihr wichtig sein sollte, wird sie dich finden. Da verlass dich drauf. Kleinen Augenblick. Hey, sag mal, Hummel, glaubst du, der Keller räumt sich von alleine auf? Das soll schon längst erledigt werden, also ran an die Arbeit. Die stumme Hummel. Ich habe keine Zeit zu warten, bis sie vielleicht irgendwann mal auftaucht. Ich muss sofort mit ihr sprechen. Sag mal, Mädchen, bist du vielleicht taub? Ich weiß nicht, wo Kladdis ist, aber warte. Vielleicht weiß er am Ende Vierfingersalm, wo sie ist. Was glotzt du denn so? Na los, geh hin und frag. Ach ja, die zoffen sich hier so ein bisschen jetzt. Die stumme Hummel scheint ein bisschen langsam zu sein. Das ist der Krüppel Reto. Ne, wir sollten noch mit diesem Vierfinger so und so reden. Da ist er. Was ist? Entschuldigt bitte, aber der Wirt hat mich darauf hingewiesen, dass ihr mir vielleicht sagen könnt, wo ich Kladdis finde. Ich kenne eine Menge Leute, die mit Kladdis befreundet sind, aber eins weiß ich ganz sicher, du gehörst nicht dazu. So hört mich doch an, es ist sehr wichtig, dass ich spreche. Ich habe sie zwar schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber ich glaube, Krüppel Reto hat sie erst letztens gesprochen. Na gut, dann zurück zu dem. Wer hat noch das Gefühl, dass wir hier von einem zum anderen geschickt werden und nichts rausbekommen? Was willst du denn? Ich will wissen, wo Kladdis ist. Kenn ich nicht. Aber Sam sagte mir doch gerade, er hätte jetzt mit ihr gesprochen und wollte sie gar nicht kennen. Ach, was dieser alte Trottel erzählt, darf man nicht zu ernst nehmen. Der Fusel hat ihm die Birne schon ziemlich weich gekocht, wenn du weißt, was ich meine. Aber warte mal, ich glaube, Goldzahn Jalik hat vorhin von einer Kladdis geschwafelt. Frag doch den mal. Jetzt müssen wir den finden. Der ist bestimmt außerhalb der Taverne. Also wieder nach draußen. Pah, Kladdis ist wirklich schwer zu finden. Dieses Stiefel.
Liebes Pack hält zusammen wie Pech und Schwefel. Am liebsten würde ich wieder reingehen und mir diese Typen nochmal zur Brust nehmen. Ja, damit gehen wir aber auch nicht weiter, liebe Olana. Also, wo ist denn dieser Jalik? Ich dachte eigentlich, dass der hier in der Nähe ist. Nicht schon wieder Fische. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ach, schau einer an. Zwerg Vorgrim. Und dieses Mal sogar nüchtern. Wie viele Männer waren denn diesmal nötig, um dich vom Bierfass wegzuzerren? Tja, wen haben wir denn da? Die gute Klettis. Dafür bin ich kein alberner Taschendieb, in die sich ständig durch die Kanalisation schleichen muss. Bah. Haltet ein, eure Streitigkeiten solltet ihr ein anderes Mal klären. Ich bin hier, um den Mord an unseren gemeinsamen Freund Ardo aufzuklären. Ach, demnach müsste er Naria Lavendelblüte sein, er sprach oft von euch. Goldzahn, ist alles in Ordnung? Kannst du wieder zurück? Wo ist diese denn? Der Jalik? Ich sehe den gar nicht. Seid willkommen, Ferdok, auch wenn der Zeitpunkt ein trauriger für uns ist. Wieso wolltet ihr mich nun eigentlich sehen? Weil ich die Morde aufklären möchte? Für Ardo, na freilich, helfe ich euch da. Ich habe selber schon einige Nachforschungen unternommen. Was wisst ihr denn? Ja, eine Reihe von Morden, doch irgendwie kommt mir da einiges merkwürdig vor. Ah, sie hat nur irgendein komisches Gefühl bei der Sache. Sollten wir uns jetzt nicht gemeinsam auf die Suche nach Ardos Mörder begeben? Ja, da habt ihr recht. Lasst uns loslegen. Und damit haben wir unser nächstes Gruppenmitglied. Und ich weiß immer noch nicht, wer dieser Jalik jetzt war. Ich habe den nicht gesehen. Komisch. So, wir müssen noch Informationen über den anderen Mord im Hinterhof von der Taverne Flinkes Frettchen noch finden. Na, Flinkes Frettchen, wo könnte das denn sein? Kann sein, dass es in irgendeinem anderen Viertel ist. Ich nehme an, dass jedes Viertel so seine Taverne hat. Vielleicht mal Richtung Hafen gehen. Alles klar. Vorher schaue ich mir mal die Klavis an. Die hat ihr Florett, das kriegt sie jetzt. Sie hat Haarnadeln und Spielkarten. Den Federhut kriegt sie auch. Und sie kann mit Fechtwaffen umgehen und hat ein paar Zauber, die ganz schön sind. Kampfzauber, Blitzdicht findet. Das ist nicht schlecht. Phorax. Ups, jetzt bin ich auch so sehen auf das gegangen. Jetzt haben wir gleich Licht. Ne. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber das schadet jetzt auch nicht. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch so eine Händlerin. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Ach, war das nicht die von vorhin, die sich mit diesem Mann unterhalten hat? Mit so einem Turm am Leib werdet ihr aber keine guten Geschäfte machen. Oh, entschuldigt doch, mein Verflossener will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Er verfolgt mich förmlich. Okay, dann schauen wir, was sie so hat. Sandalen, Stoffmützen, Haarnadeln. Nein. Das brauche ich gerade alles nicht. Ja, ist die richtige Richtung. Wir wollten jetzt mal zum Hafen runtergehen. Ich müsste nur der Gladys mal eigentlich
irgendwas kaufen, was sie anziehen kann, weil dieser Stofffetzen, den sie da anhat, sieht zwar nett aus, aber hält nicht viel ab. Stürzt mir das Spiel ab. Es geht im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.